Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und heute muss ich mich schon fast entschuldigen bei unserem Publikum. Warum? Ich weiß, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben, dass du hier die geile lange Belüftung hattest, wo das, die Luftblasen so ganz langsam aufgestiegen sind. Wir haben Gasdruck gemessen, wir haben es gelobt, du hast es gelobt, ich habe es gelobt. Und wir hatten, glaube ich, einige Nachahmer. Und als ich letztes da war, hast du gesagt, ja, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, das ist doof, das ist nichts, das ist halt Nachteile. Du machst jetzt doch wieder eine Belüftung, dann haben wir besprochen, wie du das machst. Sag uns, was waren die Nachteile jetzt nach einjährigen Test ungefähr? Ein Jahr hast du, glaube ich, die Belüftung. Ja, so? Also optisch finde ich es nach wie vor echt am geilsten. Ist auch die Frage, vielleicht hänge ich es mir spaßeshalber auch nochmal rein irgendwie, aber als Eyecatcher. Aber um ganz ehrlich zu sein, gibt es zwei Dinge, die besser sein können. Punkt eins ist, dass an der Stelle, wo der Ausströmerstab drin war, die Fische natürlich nicht an die Wand kommen und die Algen abfressen. Das heißt, in dem Moment, wo ich Faltenalgen im Teich habe, habe ich sie ganz extrem hier, weil die Fische da nicht rankommen, weil da permanent Luft rauskommt und da werden die so dermaßen lang. Das ist ja einfach nicht abfressen. Genau, die wachsen, wachsen, wachsen und da, wo die Belüftung ist, stellt sich ja kein Fisch hin und chillt da ein bisschen und frisst da Algen. Die fressen überall Algen ab, aber nicht an der Stelle. Und da hatte ich brutale Probleme mit Faltenalgen, man sieht es ja teilweise jetzt noch. Ja. Das heißt, aktuell ist nicht aufgesalzen, das kommt jetzt nochmal. Für zwei Wochen werde ich Salz reinhauen, um die Fadenalgen komplett zu killen. Olli Fadenalge. Genau. Und das war eben warte, mit dem Grund. Wie groß bist du? 2 Meter. Ja, ich genau, das ist eine Olli Rockisch Fadenalge. Und der zweite Grund ist einfach Strömung. Also man glaubt nicht, was man mit einer Beströmung in einer Ecke beim Rechteckteich bewirken kann. Ich werde euch nachher zeigen, was der nächste Step wäre. Es wurde viel gesprochen über die Strömungsplatten. Und genau so werde ich es machen. Heute können wir eindrucksvoll demonstrieren, was so eine Strömungsplatte an Strömung zu erzeugen imstande ist. Das ist wirklich gigantisch. Wir haben es vorher mal ganz kurz reingehalten. Wir sehen aber auch, wie schlecht es ist, wenn man die Strömungsplatte nicht hat. Ja, also das ist wirklich krass. Und ich kann Ihnen sagen, wir machen zurzeit viele Versuche, was am Ende verantwortlich ist für einen nicht klaren Teich und was man tun muss, um einen Teich klar zu bekommen. Wir testen verschiedene Futtersorten, ein ganz Riesenfaktor. Du testest gerade auch ein Futter, ein neues von uns, was aber noch lange nicht auf den Markt kommt. Also wir sind da mitten in der Testphase, aber haben natürlich ein paar Leute, denen wir immer mal wieder was geben, um auszuprobieren. Und da war ich auch sehr gespannt, wie es heute hier aussieht. Also das Futter spielt eine ganz große Rolle. Sie glauben nicht, wie unterschiedlich groß die Kotmenge sein kann, die bei der Fütterung einer definierten Menge gegeben wird. Dann natürlich die Strömung, der mechanische Filter mit allem drum und dran. Aber die Strömung, will ich mal sagen, die darf man nicht unterschätzen. Ja. Damit der Schmutz wirklich zum Bodenablauf abtransportiert wird, ich glaube, das macht bald 50% von der Gesamtklarheit aus. Und wenn das permanent verwirbelt wird und wenn der Schmutz nicht zum Bodenablauf kommt und die Schwebstoffe einfach drin bleiben, dann ist das doof, dann wird das nicht funktionieren. Und wir haben natürlich, wie wir im vorangegangenen Blog, falls Sie den zur Auktion angeschaut haben, schon gesagt, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Schwebstoffe. Der Kot überwiegend sinkt ab. Ein Teil davon schwimmt auf, der geht dann über den Skimmer weg. Aber der andere Kot sinkt, der überwiegende Teil, ab. Auch wieder abhängig vom Futter, was ich fütter. Und schlechtes Futter kann natürlich auch sein, wenn da nur so Wolken geschissen werden, auf Deutsch gesagt. Dann kann es natürlich auch da viele Schwebepartikel geben, Schmutzpartikel geben, die in Schwebe sind. Das ist auch schlecht. Aber ein gutes Futter erzeugt einen Kot, der einfach untergeht. Und wenn er untergeht, dann bleibt er entweder auf dem Teichboden liegen, kann dort auch wieder aufgewirbelt werden. Aber wenn die Strömung passt und wenn die Wasseraustauschgeschwindigkeit passt, dann wird der Kot ins Zentrum einer Kreisströmung zum Bodenablauf hin befördert, geht dann zum mechanischen Filter und wird dort aus dem Wasser gezogen. Olli, walte deines Amtes. Wir zeigen Ihnen jetzt mal, wie der Teich ohne Strömungsplatte. Ja, vor allem müssen wir eins zeigen. Also ich habe ja in dem Teich genug Umwälzung. Also ich habe hier 60.000 Liter, also 1,5 Mal pro Stunde wälze ich den kompletten Teich um. Und man sieht jetzt in der Mitte, bildet sich praktisch schon so ein Teil, wo auch das Oberflächenwasser nicht abgezogen wird. Also da bleiben die ganzen Blasen stehen, da würde sich auch das Futter sammeln. Und es liegt einfach daran, ich ströme hier aus mit 60.000 Liter Rücklauf. Also hier genau, die Länge 60.000. 60.000 Liter, auf der anderen Seite ist eine Oase Titanium mit 50.000, die dagegen bläst. Und ich habe mir praktisch mit dieser langen Ausströmung die Strömung gestört. Genau. Jetzt störe ich sie mir auch, und zwar, weil ich in der Ecke ausblase und keine Strömungsplatte drin habe. Also nochmal ganz kurz, dass Sie es verstehen. Hier kommt Olli rein mit 60.000, geht in die Richtung. Hier hinten kommt er genauso mit 60.000. Seither hat er hier seine Belüftung gehabt. Und durch das, dass die aufgestiegen ist und die aufsteigende Luft im Prinzip dann wieder so eine Strömung erzeugt hat, in diese Richtung, wurde die Gesamtströmung gestört, was auch sehr negativ für den Skimmer ist. Jetzt muss ich mal anschauen, jetzt hat Olli die Belüftung abgeschaltet und hat so wie die meisten einfach hier in die Ecke eine Belüftung reingetan. Und jetzt schauen Sie mal an, wie dreieckmäßig hier die Abstrahlung des aufsteigenden Wassers ist. Und das stört die Gesamtströmung. Wir sehen, schauen wir es uns hier nochmal hier hinten an. Jetzt muss ich hier nur die. Ich kann ja mal Futter reinschmeißen, dann sieht man es vielleicht noch besser.
Genau. Also man sieht, hier hinten kommt auch das Wasser zurück von der Oase Titanium, geht hier durch die Fadenalgen und nur bis hier, bis zur Mitte des Teiches. Und hier kommt im Prinzip schon über die Ecke die Strömung an und der ganze Bereich ist nicht vernünftig durchströmt. Und wenn Sie jetzt schauen, das verteilt sich jetzt wild, aber das Futter geht nicht zum Skimmer. Das geht nicht zum Skimmer, der ist in diese Richtung. Das kann nicht mehr weiter. So, für die Käuse natürlich ein Vorteil, dann können sie schneller sein als das Skimmer. Aber darüber wird nur schwerlich eine Kreisströmung erzeugt. Und jetzt demonstriert Olli mal, was in so einem langen Teich, wie lang ist der, 7 Meter? 8 Meter. 8 Meter, was das in so einem langen Teich. Du machst jetzt mal parallel zur Seitenwand. Das ist das Erste. So. Was für eine Luftpumpe hängt da dran? Man darf nicht vergessen, dass. Da ist eine 200er Halblau dran auf einem Genesis-Ausströmer-Ring. Okay, 200er. Ja. Also das sieht man auch, das pilzt schon relativ hoch an. Und jetzt hat er die Platte relativ kurz, das sind 40 cm oben. Und jetzt sieht man immer noch, dass es ganz leicht in diese Richtung geht. Das wäre jetzt aber schon relativ okay. Und jetzt machst du mal der Länge nach. So, der Länge nach und noch leicht schräg. Und jetzt hat man richtig eine Strömungsdüse. Also jetzt geht fast gar nichts mehr in die andere Richtung. Und das Futter kommt zum Skimmer. Und jetzt schauen wir uns das mal hinten ins Skimmer an. Also das hier ist ein richtiges Wellenbad. Das habe ich mal beim Omotaros Pond gesehen. Vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren, wo ich das erste Mal dort war. Da kam auch so aus dem Filter das Wasser zurück. Da habe ich mich gefragt, um Gottes Himmels Willen, wie viele Liter werden das wohl sein? Und jetzt sehen wir hier, kommt das Futter plötzlich an und kann zum Skimmer. Und das wird insgesamt für eine richtig geile Kreisströmung sorgen. Da sieht man auch, dass die Platte gar nicht so weit runtergehen muss. Also das reicht wirklich die obersten 40 cm und dann lieber etwas in die Länge. Genau. Und umso steiler die Platte wird, umso heftiger wird halt auch die Strömung in die Richtung. Das ist eigentlich nur das obere Ding. Entscheidend der obere Teil, die obere, ja, 30, 40 cm. Manche gehen jetzt sogar noch her und sagen, okay, sie bauen sich festen Kasten ein, der dann oben auch noch einen Deckel hat, 5 cm unter der Wasseroberfläche, dass man es von oben gar nicht sieht. Und wenn oben noch ein Deckel drauf ist, dann gibt es richtig Wumms, weil auch die Energie ist natürlich verloren, die oben aufpilzt. Aber man will jetzt auch kein Wellenbad, aber ich zeige Ihnen mal, wie das hier jetzt wirklich abgeht. Also hier, Sie sehen das, da ist jetzt richtig Musik. Und da kommt die überwiegende Strömung durch die Belüfterplatte. So, wieso kommt es hier senkrecht nach oben, Olli? Da habe ich einfach mal ein bisschen experimentiert mit der Strömung, weil in der Ecke bringt es eh nichts, wenn ich in die Ecke reinblase. Da werde ich mir vielleicht auch einen Winkel drauf machen, 45 Grad, um dann schräg reinzublasen. Aber ja, da spiele ich noch ein bisschen mit. Also auch das ist relativ Quatsch, wenn man hier hinten, wo Olli jetzt gerade ist, einströmt und dann hier nochmal einströmt, da eigentlich bei so Rechteckteichen immer nur der Längsseite nach zwei Ausströmer, zwei Rückläufe und dann richtig Feuer drauf. So, das würde sicherlich eine Stunde dauern, bis sich die endgültige Strömung einstellt. Das dauert relativ lange. Lässt du es jetzt von Genesis anschweißen, die Platte, oder wie machst du das? Das ist die Frage. Ich glaube, dass ich es mir einfach an den, hier meinen Überlauf hier, und dass ich es mir da einfach mit einer Schelle dran mache. Vielleicht sogar so, dass ich es noch in der Steilheit verstellen kann, um ein bisschen zu experimentieren. Also ich werde es mir jetzt nicht reinschweißen lassen. Okay. Der Überlauf ist eh hier, das ist stabil genug. Achso, da kannst du es dran mit einer Rohrschelle. Das wäre der Plan. Ja, wie heißen die Teile, wo man die... zwei Löcher rein in die Platte und dann... Genau. Okay, gute Idee. Wohl dem, bei dem das so einfach ist. So, also, Olli wird seine Belüftung ändern. Und wie wirst du es dann hier machen? Genauso, weil... Da werde ich es genauso machen. Bitte? Da werde ich es genauso machen. Da habe ich auch den Überlauf an der Seite. Den Skimmer nutze ich sowieso nicht. Da werde ich eine Oberflächenabsaugung, also werde ich einen Mittelwasserablauf drauf machen. Das heißt, da mache ich mir einen Ansaugkorb von der Pumpe dran. Skimmer außer Betrieb, den nutze ich sowieso nicht. Und bei den vielen Fisch hier ja, macht das auch keinen Sinn. Und bei den Toster ist es eh gefährlich. Deswegen wird das Skimmer außer Betrieb gesetzt. Und da drüben auch eine Platte ran an den Überlauf. Dann habe ich wieder. Oh, guck mal, die kommen alle zu dir. Ist das nicht süß? Das geht halt nur mit Karashi. Also das muss er alle anschauen. Ja, das ist, ich sag dir, das ist halt, wenn du viel Zeit an einem Teich verbringst. Also das ist.
Der Grund, warum... Denk ans aktuelle Sportstudio, wenn die mal wieder, oder Sport im Dritten, wenn die mal wieder einen Ausschnitt brauchen von deinem Hobby, nicht, dass du da Karaschi küssen dabei sind. Jetzt bin ich kein Spieler mehr, jetzt kann ich das mal machen. So. Da sieht man auch, wie unterschiedlich Tossai wachsen, also da sind schon ein paar Brecher dabei. Für den Tossai. Upala. Passiert. Das ist auch belohnt. Und es ist halt auch ein Teich, wo du füttern kannst ohne Ende. Da musst du dir wirklich keinen Kopf machen, ob da mal 500 Gramm mehr reinfliegen. Ja, da macht das Hobby einfach Spaß. Und Karaschi sind auch die besten Futterverwerter. Da also geht da schon gebe was. Ich dir recht. Zumindest das, was wir bisher versucht haben und gemessen haben, das ist schon unglaublich. Und vor allem, sie können immer fressen. Ja, wobei ich mir auch sicher bin, das ist eines der Geheimnisse dieses außergewöhnlichen Wachstums. Ja, und die Zutraulichkeit. Man merkt halt schon, wenn wir andere Varietäten mal drin sind, außer Karaschi, die kommen halt echt zu kurz, weil die so vorwitzig sind und ans Futter ran. Und natürlich werden andere Fische auch handzahmer durch Karaschi gemacht, muss man ehrlich sagen. Also ich habe hier einen Showa in die Hand bekommen, der hätte das, glaube ich, nicht gemacht, wenn da so viel Karaschi schwimmen würden. Darf ich mal was anderes fragen? Haben Sie vielleicht auch schon die Leute gefragt, woher kommt dieser sensationelle Pflegezustand deiner Bonsai? Ja, es gibt einen jungen Mann hier aus der Nähe, der sehr, sehr aktiv ist. Den Namen darf ich jetzt noch nicht nennen, weil ich ihn noch nicht gefragt habe, ob ich es darf. Aber der Udo, und der ist da richtig fit und macht die Bäume schick. Schön. Also richtig geil, muss ich wirklich sagen. Und Fischwasser, Koiwasser und Bonsai verträgt sich einfach. Also das ist natürlich das Beste, den besten Dünger, den man haben kann. So. Und du, apropos, Koiwasser, Fischwasser und Bonsai, du wirst deinen Teich jetzt aufsalzen gegen die Algen? Genau, den großen Teich. Beim kleinen muss ich es nicht, weil 200 Karaschi, da wird nie eine Fadenalge wachsen. Aber am großen Teich... Doch, die wird wachsen für 3 Minuten. Genau, und dann sind sie wieder weg. Nee, am großen Teich ist wirklich so, dass ich jetzt auch, wie gesagt, durch die Belüftung dieses Jahr zum ersten Mal Probleme hatte. Hat mich jetzt auch nicht groß gestört, weil die Fadenalgen im Filter wirklich easy rausgegangen sind. Aber trotzdem ist es natürlich nicht schön. Jetzt salze ich auf 0,5, lasse es 2 Wochen drin und verdünne dann langsam runter. Und dann ist auch wieder alles gut. Perfekt. Olli, vielen Dank. Und wir werden im Sommer ja noch öfters mal hier sein, zum Beispiel am 7. Juni, an meinem Geburtstag, wenn wir deine Karaschis abholen für die Leute, die einen ersteigern. Und dann sollten wir den Grill anschmeißen, wenn du Geburtstag hast. Ne? Bitte? Dann sollten wir den Grill anschmeißen, wenn du Geburtstag Juhu. Hast. Also, machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Olli, dir vielen Dank und bis die Tage. Ciao. Ciao.